Willkommen zum Video. Heute geht es mal um meine Knorpeltransplantation. Mein Knie nach der Operation. Und nicht wundern hier, diese Narbe ist von meiner Kreuzbandrissoperation. Heute geht es aber nur um meine Knorpeloperation. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, in jedem Gelenk, ob in den Knien, Ellbogen, Handgelenk etc., überall gibt es Knorpelzellen, die zwischen den, also die im Gelenk selbst drin sitzen, und bei mir ist mein Knie zur Seite rausgesprungen, also sehr, sehr unangenehm, wie man sich mit Sicherheit vorstellen kann. Und dabei ist bei mir ein Stück vom Knorpel, der hier im Knie drin sitzt, rausgesprungen. Und ja, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und ja, dann hat man das halt gescannt beim MRT, hat dann gesehen, ah, der Knorpel ist beschädigt, ist dann hier drin irgendwie. Also ein Teil vom Knorpel ist rausgesprungen und ist dann hier ja im Knie drin gewesen, irgendwo an einer Stelle, wo er auf jeden Fall nicht hingehört. Und ja, dann wurde ich operiert. Und früher hat man dann noch künstlichen Knorpel reingesetzt und den alten natürlich entfernt. Allerdings heutzutage ist die Medizin sehr, sehr weit, was mich natürlich freut. Und zwar wurde bei mir dann ein Stück der Knorpel, der alten Knorpelzelle entnommen, wurde dann im Labor nachgezüchtet und dann wurde die neue Knorpelzelle wieder eingesetzt. Und wie das jetzt Ganze aussieht, werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich mache das mal ab hier. Oh. Aber es ist schon eine ganz stattliche Narbe. Allerdings, wenn man das mal vergleicht, die ist jetzt so lang ungefähr. Ist jetzt ja ein bisschen kürzer, annähernd gleich wie die Kreuzbandrissnarbe. Und hier wurde das Knie quasi aufgemacht, so nach außen gespreizt und dann wurde der neue Knorpel hier eingesetzt und dann wurde das Ganze zugemacht und genäht. Und ja, jetzt muss ich so 6 Wochen auf so einer Motorschiene, die mein Bein die ganze Zeit hin und her bewegt, muss ich jetzt sein, um das Ganze ja wieder in Bewegung zu bringen, und dann wächst das Ganze an und nach einem halben Jahr darf ich dann wieder, also nach 6 Wochen darf ich dann wieder, oder darf man dann allgemein, wenn man das hat, wieder Radfahren, Laufen ohne Krücken etc. Nach 6 Wochen Low-Impact-Sportarten, wie jetzt zum Beispiel einfaches Laufen oder, na beziehungsweise Laufen noch gar nicht, glaube ich, Gehen, Walken etc. Also nichts, wo man jetzt eine starke Bewegung hat hin und her. Und nach einem Jahr kann man dann wieder so Tennis und so weiter machen oder Handball, Fußball. Allerdings muss man sich natürlich überlegen, wenn man sowas mal hat, ob man dann wirklich das Risiko eingehen will, nochmal sowas zu machen. Hängt, denke ich mal, ganz von der Person ab. Ich denke mal, wenn du dieses Video guckst, wirst du mit Sicherheit auch eine Knorpeltransplantation vor dir haben. Deswegen hier ist die Narbe und mein Knie ist gar nicht mal dick. Deswegen sieht man eigentlich, an sich ist es ganz gut gelaufen alles. Und ja, muss man halt immer aufpassen. Beim Sport hat man dann immer das Risiko, dass was passiert. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen hier mit dem Video. Und wie man sieht, ich kann es auch schon wieder ganz gut bewegen und es tut jetzt nicht mehr so doll wie am Anfang. Allerdings habe ich auch mehrere Schmerztabletten am Tag, die ich nehme. Egal, bis zum nächsten Mal.